Conny? Ich glaube, das war meine, genau. Dann ist... War hier? Nein, hier war nichts. Brillen. Umstyling Make-up. Fick den Scheiß. Aber ich hatte einen Bart. Und jetzt die Frage, ich glaube, es war der Bart Schatten tatsächlich. Yes, this is T. Loni, Mutterficker. Auch wenn ich mir bei der Frisur noch nicht ganz sicher bin, aber egal. The girls wanna think. Alright then, let's go. You know the drill. I know it. Okay. Dann sag an, Keule. New kid, the girls are very thankful for you texting us the abortion records. We are one step away from finding out which girl among us is a two-faced bitch. Unfortunately, the record keeper at the abortion clinic is from Paris, and so everything is written in French. Whoever this two-faced skank is thinks she can outsmart us. We want to help you and the boys play your game, but we just can't have a two-faced bitch out there on the loose. Just get these documents translated for us, and we promise we will join your army. Sparkle! Sunshine! Diese Listen. Girls we hate most. Ja. Aber es gibt natürlich nur eine doppelzüngige Schlampe. Ja, ja, klar. Hör auf zu rauchen. Das ist ungesund. Ich wollte dich eigentlich abschießen. Glück gehabt. Peinlich, peinlich. Na gut. Dann, was soll ich tun? Spiel, sag mir Bescheid. Jungs in Kyles Hinterhof das Dokument übersetzen können. Wer könnte in Französisch? Ja, wer denn eigentlich? Wow, I like how the bridge of... Der Nasendrücken ist symmetrischer, ja. Ich weiß gerade nicht. Ist jemand, der Französisch kann? Es gab mal jemanden, aber der ist nicht in dem Spiel. Es gab mir im South Park Film. Der Maulwurf. Und der konnte Französisch. Aber der bringt mir ja natürlich nichts. The Well of Insight says your future is cloudy. Oh wait, that's bird crap. Okay. I guess this means we're friends for now, but I still don't like you, new kid. What's this? Council, gather round! This must be something the new kid needs our help with. Cinq femmes ont subi un avortement. What language is that? It's some kind of strange orcish. I've seen this language before. In the kingdom to the north. Oh, the kingdom to the north? Whatever's written on these documents is somehow the key to us recruiting the girls to our army. Is that what you're trying to tell us, new kid? Come on, spit it out. Getting that document translated isn't going to be easy. To breach the kingdom to the north, you'll have to assume another identity. Your name is no longer Commander Douchebag. It is now Larry Babinski from Cleveland. The quickest way to the kingdom to the north is through the Lost Forest. Head north, then north again, north, and then north. You better get a real passport photo first or you won't make it past border control. Okay, good. Ich bin Larry Blinsky. Das ist schön. Na gut, Foto-Dojo. Das ist... Ich weiß es nicht. Ich will es aber auch gar nicht wissen. So. I could swear I heard a voice coming up from the sewers. Howdy-ho! Durchatmen. Alles wird gut. Alles wird gut. Alle sexuelle Belästigungs. Panda. Randy dahin mit seinem... Viel Kurik Ding, ne? Hi, here to get your passport photo taken? Just head into the room there and we'll get started. Yes. Sagt euer Panda Bär, gut oder schlecht, das erklärt er euch. Euer sexueller Belästigungspanda. Step between the lights, please. Ja, nein. Dieses Clownsbild, ich erinnere mich. White Trash and I'm in trouble. Da ist es vollkommen. Nambla-Kalender. I love Nambla. Super. 3 MP in der Schockschaden, ha? Filmrolle der Geister Weihnachts. Sehr schön. That's great. Okay, smile. Do you have anything else you could wear? Could you try something else on? Yeah, it's just not working. Let's try that other outfit. Anbehalten. Yeah, it's just not working. Let's try that other outfit. Okay, outfit. Moment, ich hab... No, tell you what. How about just no shirt at all? Let's try that. Okay. Yeah, that's gonna work better. Here we go. Oh, those pants don't work with the lighting. Could you roll up your pants? Or, you know what, just take the pants off too. Alter, ernsthaft? Ach komm, scheiß drauf. Okay, that's good. Really nice. Yes, very nice. How about we lose the underwear?
You sick son of a bitch! Stop him! You'll never take me alive! Natürlich! It's getting out of hand. Na klar! Es war so klar, dass irgendwas von davon kommt. Pädophiler, 10.000, ja, weg damit. Ich bin der Unterhosen-Mutterficker. Zack, zack, zack und weg. Und Stan macht die kurzen Prozess. Klar, ich hätte auch einfach sagen können, ich war als Anne, hätte ich gegen ihn gekämpft, wahrscheinlich direkt, nehme ich jetzt mal an. Aber ist doch langweilig. Wiedersehen. So, kann ich mich jetzt bitte nochmal... Übrigens, es ist nicht meine Frisur. Wow, good job, kid. You're quite the fighter. Alright, let's get this over with. Say cheese. Congrats, kid. You have your first passport. Okay, kann ich mich wieder anziehen, bitte? Das wäre schön. Ich will nochmal schauen, was war meine Tour. Ich gehe jetzt mal alle durch. Sieht auf der Tonspur dann sehr lustig aus, bestimmt. Nein, zu dumm, zu behindert, zu... Nee, will ich nicht. Schwul, gay, bis gay. Nein, 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 nein. Was, doch der Pony? Ich bin mir nicht sicher. Seitenwellenperücke war es nicht, die habe ich erst später bekommen. Surferperücke war es, glaube ich. Ach nee, das sind ja meine Haare. Ach, einfach gar keine Frisur. Ja, soll mir mal einer sagen, bitte. Wir haben einen Pass. Wir haben einen Pädophilen kaputtgeschlagen. Ihr habt alle so einen Schaden hier. Ihr Spielemacher, ihr habt einen Schaden. Congrats, kid. You have your first passport. Juhu. Ach, ich will da überhaupt nichts mehr. Ja, sollten sie echt mal. Die Eltern immer. Schauen wir mal zum New Story und ab nach Norden. Brennende Feinde sind verwundbar gegen Fürz. Okay, das ist logisch. Das hätte ich mir denken können. Da wollte ich nicht lang. Also ab nach Norden. Das wird so spaßig. Mal schauen. Haven't we been here before? Nee, waren wir nicht. Also Dings hat gesagt, viermal nach Norden. Achtung! Verpisst euch, Junge! Und Norden, jetzt müssen wir da sein. Danke! 30 Gin Pokémon, findest du sie alle? Gotta catch them all! Hallo, Mr. Nope. Canada! No matter which way you go, I block you! What, you think we just let anybody into Canada? Ah! I see you have a passport! Yes! Alright, hand it over. Papers appear to be in order. Very well! I hereby grant thee access to the great nation of Canada! Open the gate! Oh, I'll do it. Hold on. There we go. Yay! Ich bin also ein Sprich mit dem Prinzen von Kanada. Man sieht übrigens sehr schön hier. Amerika, sehr oder relativ detailgetreu. Kanada, Dreieck. Da braucht bestimmt sehr viel Rechenleistung für diese Bäume. Alter. Was? Welcome to 8-Bit oder was? Was bitte? Alter. Oh Leute. So, Ottawa. Könnte ich rein? Ich kann überall auf der Karte hin. Gut. Ich könnte gegen Wölfe kämpfen. Ich hab den angehauen. Was soll denn das? Mutterfick. My Ranger sense saw this coming. Okay. You hit like my grandpa. Ja. Düster Wolf, okay. Meuchlein, ich könnte euch aber auch einfach kaputt ficken. Mach ich mal das. Jetzt wieder ein richtiger Montur. Die Diebe. Das war falsch. Die Diebe sind wieder gut dabei. Du blutest mal vier. Ich könnte Tempotrag machen, aber dafür lohnt sich nicht. Ich heb den lieber auf für. Wenn ich's brauche. You got somewhere you'd rather be? Weg des Schwertes. Woo.
Und da brennt er auch noch. Der ist der nächste Runde down. So, ich bin langsam. Toll. Ich hab doch... Ach, leck mich. Beide geblockt am Arsch. Brauche ich jetzt auch keinen scheiß Dings mehr. Die hau ich so kaputt. Ich darf nochmal. Dankeschön. Die Frage ist, ob die jetzt wieder... Sieht so affig aus. Die Frage ist, ob die jetzt wiederkommen oder ob die für immer von der Karte verschwinden. Was kriege ich hier? Geld, Heiltrank, Messerschaffer, Düsterzahn, kanadischer Edelstein. Wirklich? Ich meine ernsthaft. Putin! You'd think they'd know better. Stimmt, hier war nämlich die Dings, ich erinnere mich. So. 1000 Rüstungen, aber naja, 13.000 Punkte. Das könnte gehen. Könnte gehen. So, Moment. Bombs! 500 Rüstung weg, das war jetzt wichtig. Und weg mit dem Scheiß. Wir sind also in Kanada. Und es hat mega Rüstung abgezogen, heftig. Wow, viermal geblockt. Bin ich gut oder bin ich gut? Vielleicht. Wenn mir das einer gesagt hätte, ich die von vornherein zerfickt, ist ja lächerlich. Wiedersehen. Hatten sie auch nicht. Keine Chance. Barbarenhandschuhe, irgendwas komisches. Kehre zu Jimbo zurück. Ja, kann ich bitte sehen, was da ist? Danke. Das ist so dämlich, ey. So, ich gehe jetzt wieder. Ich möchte nämlich erstmal kurz zu Jimbo, dass ich den Scheiß weg hab. Und dann geht's nach Kanada. Schnapsi! Nee. Ich weiß echt... Haven't we been here before? Ja, ich weiß immer noch nicht, was ich davon halten soll, Leute. Ernsthaft. Was? Warum? Wie? Und muss ich dazu eigentlich was sagen? Oder lass ich es einfach so stehen? Kanada goes 8-Bit, oder wie? Ist nur was Interessantes? I'll give you a good price. Ja, kannst du mir gute Sachen geben, einfach. Oh, Level 1. Na gut. Wusste ich eigentlich, aber besser mal geschaut. Diese Logik. Haben wir hier noch was? Hier war Al Gore, hier war Mr. Mackey, hier war die Chaoshöhle. Haben wir alles? Ja. Ja, besser nochmal geschaut. Das kannst du ja alles nicht wissen. Ist hier noch was? Weil mit neuen Fähigkeiten kriegst du... Aha, natürlich auch neue Sachen. Habe ich mir doch gedacht. Falsche Aero-Perücke, Stärke. Das hat sich ja voll gelohnt. Ja, leck mich am Arsch. Do it, Chef. Also ab zu Jimbo. Und dann ab nach Kanada. Juhu. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß immer noch nicht, was ich davon halten soll. Dass wir jetzt ein 8-Bit Kanada, weiß ich. Nee. Ist egal. Wir machen erstmal das hier. Hallo Jimbo. Oh, I hate spiders. Sure hope you blasted the heck out of them. I did. I can't wait to see what you kill next. Jimbo, neue Freundschaftsfrage. Nett, neue Freundschaftsfrage. Jimbos Schlüssel, danke. Obsidianscherbe. So, und jetzt kommt endlich das, was ich wollte. Ich kann nach hier oben. Denkt immer dran, er hat Patrick Duffy als Bein. Alter Ficker. Machtrank. Schildkröte Level 13. Abwehr erhöht, okay. Beluga. Na, ich... Okay, nein. Alaskischer Walfänger. Granate der Verlangsamung. Ist nicht so stark. Axt der Unterwelt ist auch nicht so stark. Und 5 Dollar. Okay, ist schön, dass wir eine neue Waffe haben. What can I do for... Genau, können wir hier noch irgendwas Gutes kaufen? Das ist nämlich die Frage. What can I do? Können den Kram verkaufen. Aber ist ja eigentlich egal, wir haben ja eigentlich alles an Geld. Money, 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 money. Money, money, money. Ich könnte es einfach for the record kaufen, aber warum? Unnötig. Aber dann habe ich alles gekauft, immerhin. Diese Logik ist so dämlich. Okay. Also, weg. Wichtlacke, Klingenfänger.
Jetzt, wo wir Level 15 sind, kann alles unter Level 10, glaube ich, weg. Man merkt, ich bin ein Freund von aufgeräumtem Inventar. Alles andere muss ich nicht haben. Ja, die sind ja sowieso. Sie werden für immer in unseren Herzen weiterleben. Die Level 1 Sticker. Ach komm, ich hab grad Bock, nochmal auf die Fresse zu gehen. Jawohl! Nein! Die Antwort war nein, Scheiße. Du Wichser! Jetzt pass mal auf, wie T.Loni das regelt, Junge. Mein Gott! 11.000! 11.000! 11.000! Wenn mir jemand in Folge 1 gesagt hätte, du machst mal irgendwann 11.000 Schaden. Ja, genau. Ja, ja, ne? 10. 11.000. Okay. Let's go to Canada. Diesmal aber wirklich. Ihr habt wieder gut Hunger. Herzlichen Glückwunsch. Neue Nachricht von Jimbo. In ein paar Wochen gehe ich wieder auf einen Jagdtrip und du kannst gerne mitkommen. Frag deine Eltern. Das macht Spaß. Scharfe Granaten. Nett, gefällt das. Guzzlebutt. Endlich! Ich habe die ganze Zeit, die ganzen letzten Tage überlegt, wie ist dieses Ding, was als Bein Patrick Duffy hat. Was in der Jagdfolge in Staffel 1, wo sie drauf Jagd machen. Es ist Guzzlebutt. Haven't we been here before? Danke schön. Mann. I think we should go that way. Das hat so genervt. Ich bin echt nicht drauf gekommen. So, Guzzlebutt, denk dran. Jetzt Kanada. Ja, Inventar, bla bla bla, wissen wir alles. Otter, aber ich würde sagen, wir gehen mal Step by Step durch. Welcome to Otter. You're not coming around here, are you? Ja, ich glaube, das sieht man mir an. Best stay here in town. Those direwolves can rip your anus apart in mere seconds. Okay, ich muss erst noch lernen, was ich hier überhaupt machen kann, alles. Hier kann ich nach oben. Woo! Who the fuck just walks into someone's house? Alter, was? Warum? Welcome to the shop. Can I interest you in my wares? Sehr gerne. Oh, ich habe erst 62 kanadische Dollar. Scheiße. Waffen. Naja, die sind alle schlechter. Waffenaufsätze. Ja, eventuell. Kann ich die für kanadische Dollar verkaufen? Nein. Doch. Scheiße, dann hätte ich mir meinen Kram aufheben sollen. Fuck. Mist, kann ich hier noch irgendwas verkaufen gerade? Ansonsten sammle ich hier ein bisschen Geld und es reicht dann auch. 50 Dollar, die wäre dick. Ach komm, die werde ich sowieso nie wieder brauchen. Danke für den Waffenaufsatz. Ich behalte es mal im Hinterkopf, dass es hier was gibt, aber ich glaube... Kein Schädelstern. Ja, aber ich glaube... Irgendwas glaube ich auf jeden Fall. Hier gibt es überall kanadische Edelsteine oder was? Ich hau alles kaputt oder wie? Natürlich. Erstmal alles kaputt gebasht. Junge. Hier ist irgendwas mit Geld. Ah, Hornblatt. Dieser Hornblatt. Ja, Sakramin. Oh, hi. Tut mir leid. Hallo. Welcome to the Bank of Canada. Oho, American money. The current exchange rate is 1.24 to the dollar. Welcome Oho, verpixelte Scherbe, gut. Ich dachte, ich werde hier irgendwie beschissen, so, and it's gone. Welcome to the shop. Can I interest you in my wares? Dann kann ich immer noch die zwei Waffen kaufen. Einfach aus Prinzip und vielleicht bringen sie ja immer irgendwann was. Ja, vielleicht haben die irgendeine Spezialfähigkeit. Ja, okay. Was haben wir denn hier? Oh, hier ist nichts drin. Oh. Welcome to the Ottawa Clinic. Are you here for an HIV test? I can heal you for 5 Canadian dollars. Come back whenever you need healing or another HIV test. Okay. Ich kann mich hier auf HIV überprüfen lassen. Ich komme auf die Musik auch gerade gar nicht klar. Ottawa is the capital of all Canada. Gut. Was ist hier? Dann komme ich hier rüber. Da komme ich nicht rein, okay. Hallo? Talking to the prince is the best part of the tour. Or the candelabras. Depending on where you're in, sorry, girl. I'm on duty. Okay. Verpixelte Scherbe.
weiß nicht, soll ich hier überall alles kaputt schlagen? Eigentlich nicht wirklich sinnvoll. Ich mach's trotzdem. Wer bist du? It's a self-guided tour. You're gonna have to figure it out on your own. Okay. Dann finde ich alles selbst raus. Wo kommen wir denn hier rein? Das erinnert mich an so alte, verpixelte RPG-Spiele. Hail, yeah. The audio tour is narrated by Brian Adams. Okay. Sorry, guy. I'm on duty. Brian Adams, na Glückwunsch. The audio tour is...